Meet Ted, a hard-working citizen and a family man. Hello, Ted. Wait a minute, what's that sound? Oh no, it's the nuclear bomb alarm. Not to worry. The government's superb early warning system gives Ted enough time to take cover. Don't just stand there, Ted. You've got 60 seconds. Hallihallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Spiel und zwar 60 Seconds, also 60 Sekunden, 60 Seconds auf Englisch oder 60 Sekunden. Ganz kurz die Credits lasse ich nochmal durchlaufen, weil es ein kleines Indie-Game ist, also von einem Polen programmiert. Kleinen Moment. So, das waren die Credits. Sollte sein bei kleinen Indie-Games, finde ich, kann man die auch mal zeigen. Muss ja nicht immer sein. So, und worum geht's hier, wie ihr schon mitgekriegt habt? Ja, ein Nuklearschlag. Ich möchte mal kleine Anspielung machen. Der Russen auf Polen. Und wir sind ein hart arbeitender Arbeiter in den USA. Ja, in Polen. Das Ganze spielt in den USA, aber es hat ein Pole programmiert und die, na, es lässt halt kleine Parallelen aufweisen. Und wir müssen natürlich versuchen zu gewinnen, also was heißt gewinnen, zu überleben, das ist unsere Aufgabe. Denn es ist ein Survival-Game, was nicht wie die anderen Survival-Games darauf beruht, sofort andere Leute abzuknallen und damit zu überleben, sondern wir überleben mit unseren Entscheidungen und ich möchte mit euch zusammen diese Entscheidung treffen. So, ich würde mal sagen, wir starten nochmal direkt rein. Tutorial lassen wir aus. Wir probieren es erstmal ohne und ansonsten gehen wir noch ins Tutorial, was die Bedienung der Tastatur etc. angeht. Wir fangen erstmal mit Easy an. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich an diesem Spiel. Ich dachte schon, ich kann es nicht aufnehmen, aber der TomTom hat mir einen Aufnahmetipp gegeben. Oben rechts die Uhr. Wir können uns hier im Vor noch kurz umgucken. Wir sollten auf jeden Fall das Buch mitnehmen, wenn wir nur wissen, wo das ist. Das ist die Maske, okay. Tochter, wir müssen nämlich auch unsere... Oh, ich weiß nicht, wie man sprintet! Nimm alles mit! Oh, no room? Oh, Mann. Wichtige Sachen. Ja, umso mehr man mitnimmt hier, ne? Ah, oh, kein Room mehr. Scheiße, scheiße. Nimm mit. Ich drücke, drücke. Scheiße, wo ist das Buch? Wo ist das fucking Buch? Da! Schnell zum Bunker, damit wir es auch noch schaffen! Wir sind jetzt drinnen. Ja gut, die Durchlaufen bringt hier nichts mehr. Ich glaube, wir haben zu wenig Scheiße. Puh, mal gucken, wie viel wir tatsächlich geschafft haben, hier mitzunehmen. Tag 1. Ja, das erste, was ich schon mal sagen kann, wir haben keine Munition für das Gewehr mitgenommen und wir haben keine Axt. Wir können uns also auch nicht wehren. Wir haben nur diesen geilen Guide und unsere Familie. Bisschen Wasser, bisschen trinken und wir haben keine Medizin mitgenommen. Ach du Scheiße. Wir werden hier sowas von krepieren. Dafür ganz viele Mäuler, die wir stopfen müssen. Das ganze Spiel ist noch auf Englisch. Deutsch kommt bald. Müsst ihr halt einfach ein bisschen Geduld haben. Deswegen hätte ich gerne mit dem Spiel gewartet. Wie gesagt, ich hätte es auch gerne mit einem Freund aufgenommen, der sehr, sehr gut Englisch kann. Also wirklich sehr, sehr gut. Der hätte euch dann die Texte auf Deutsch fast 1:1 vorlesen können. Also während er das Englisch liest, auf Deutsch das so übersetzen. Leider konnte er nicht. Und deswegen probieren wir es jetzt einfach mal hier, indem wir das überlesen. So, was haben wir am Tag 1?
Also alle von uns haben das in den Shelter geschafft, die letzten Sekunden, bevor die Bombe hochgegangen ist. Das war so knapp. Und solange wir alle zusammen sind, wir können dann auch schön zusammenarbeiten und uns runterkommen, ne? Wir haben natürlich auch Suppe mitgenommen. Suppe. Unsere Shelter ist voller Konservendosen. Also wir essen in den Dosen, wir schlafen in den Dosen, wir reden mit den Dosen, alles mit Dosen. Also anscheinend haben wir genug Essen mitgenommen. Das scheint ja schon mal sehr gut zu sein. Und wir haben genug Wasser für alle. Das ist schon mal sehr gut. Da die weder hungrig noch durstig sind, für ihn... Oh, was heißt genug Wasser mitgenommen? Wir haben voll wenig Wasser. Was erzählt er denn für eine Kacke? Ja, man muss dazu sagen, wir können entweder einzelnen Personen hiermit hier Wasser geben oder wir klicken drauf, dann hat jeder Wasser. Jede Person braucht ein Viertel einer Flasche. Das muss man vielleicht dazu sagen. Naja. Gucken wir mal. Aber solange keiner Hunger und Durst hat, versuchen wir es noch ein bisschen zu überleben. Ja, hier zu leben, wir können halt nicht mehr in den Park gehen. Draußen ist halt eine extreme Strahlung, muss man dazu sagen. Also wir können nicht mehr raus. Ja, okay, dann machen wir mal weiter. Stand jetzt nichts Großartiges, außer dass wir hier unten bleiben müssen. Tag 2. Ja, wir haben schon jetzt am Tag 2 ein 3-Tage-Bad. Oh Mann. Es ist schön runterzukommen, wenn man im Untergrund lebt. Eine Fliege. Kein Sonnenschein, keine Wolken. Sky-Himmel meine ich. Also kein Sonnenschein, kein Himmel. Wir müssen gucken, dass wir unser Leben ein bisschen aufbauen. Also schöner machen können. Es scheint momentan schön heute zu sein. Und wir hoffen mal, dass es so bleibt. Es ist nichts Neues passiert mit Timmy, das ist der Junge. Dolores ist unsere Frau. Die hat Angst. Ted, das sind wir, uns geht's gut. Ja, okay. Keiner Hunger, keiner Durst. Dann kriegt auch keiner was. Wir müssen uns das, wie gesagt, einteilen. Wir haben echt nicht viel mitgenommen. Die Nachbarschaft ist hochradioaktiv, also sehr verstrahlt. Rauszugehen wäre ein sehr hohes Risiko, wollen wir trotzdem jemanden rausschicken. Hier wäre jetzt die Option zu sagen, ihr könnt jetzt eine Pause machen und jeder von euch darf hier reinschreiben und alle 2 Tage kommt dafür eine Folge. Oder ich entscheide, was ich mache. Und dann müsst ihr mit den Optionen nehmen. Es ist halt schön, hier könnte man tatsächlich live zusammenspielen. Dann könnt ihr sagen, das und das und das. Aber dafür bin ich erstens überhaupt nicht populär genug. Ja, und ich weiß auch nicht, ob die Leute wirklich beim Livestream mitgucken würden. Das kommt noch oben drauf, weil jeder guckt ja bei meinen Videos überhaupt nur, wenn er Zeit hat. Und bla, ja, nee, das wird nichts. Wäre aber eine coole Idee. Ich würde sagen, wir schicken keinen raus. Wegen der extrem hohen Radioaktivität. Wir haben nur diese eine Maske. Furchtbar, wir können nicht schlafen, weil wir keine Medizin mitgenommen haben, können wir dieses Schlafproblem auch nicht lösen. Das heißt, unsere Leute werden gleich richtig mies drauf sein am nächsten Tag. Scheiße. Hört die Radioaktivität? Oh Mann. Sie ist hier noch am besten drauf irgendwie, ne? Also brav ignorieren wir unsere Symptome. Wir haben versucht letzte Nacht 1 oder 2 Stunden zu schlafen. Kein Glück. Und die müssen langsam mal ihr neues schlafen. Was? Und wir, da wir nicht zur Verteidigung, hoffen wir, dass das, was wir haben, die gegen uns, gegen die Raiders, die draußen herum sind, uns sichert.
und gegen radioaktive Dinge. Ja, wir müssen nachher unbedingt Leute rausschicken, damit wir Sachen kriegen. Ganz, ganz wichtig. Mary Jane. Ist das unsere Frau doch? Die, ich glaube, die braucht langsam was zu trinken. Timmy, der kleine Junge ist das auf jeden Fall. Den geht's gut, der bräuchte nur ein bisschen Schlaf. Dolores? Ja, dann ist das Dolores, ist unsere Frau, muss das sein. Möchte auch etwas trinken und ist müde. Und wir können auch was trinken und wir sind auch müde. Noch kriegen sie nichts. Nächsten Tag kriegt jeder Wasser. Oh, ihn könnten wir nicht mehr rausschicken, weil es ihm nicht so gut geht. Und sie, wir könnten nur Izzy rausschicken, weil die einzige ist, die nicht so müde ist. Geil. Aber wir haben noch eine sehr hohe Radioaktivität. Die bleibt erstmal noch drin, würde ich sagen. Okay, wir haben ein einzelnes Klopfen draußen an der Tür gehört. Was sollen wir machen? Sollen wir unser Leben riskieren, ihn aufzumachen? Sollen wir das wirklich auch nehmen, um keine Waffen uns zu verteidigen? Ich denke, so kurz nach der Explosion wird auch kein Militär kommen. Ich mach mal nein. Ihr könnt ja mal sagen oder reinschreiben, was ihr an jeder Entscheidung macht. So eine kleine Tabelle untereinander. Würde mich ja mal interessieren. Aber bitte nicht, indem ihr hier tausendmal das Spiel schon gespielt habt und sagt, das und das und das muss man in folgender Reihenfolge machen. Sowas will ich nicht haben, sondern bitte wirklich nur da entscheiden, wo ihr das wirklich ernst macht. Weil ihr genauso viel Spaß habt wie ich an einem Spiel, dieses Spiel zu entdecken und sagen, ich hätte eine andere Entscheidung getroffen. Sowas würde mich interessieren und das macht auch Spaß und das würde ich dann auch in den nächsten Videos kundtun. Jetzt gibt's Trinken heute. Okay, das an der Tür hat nach einer Zeit aufgehört. Wir haben keine Ahnung, wer es ist. Ob wir das wohl jemals rausbekommen werden? Jetzt hat Mary Jane auch Durst. Timmy, geht's gut, wenn er ein bisschen Wasser hätte? Wasser möchte. Und alle müssen Wasser. Okay, jetzt kriegen sie mal alle Wasser. Eine Flasche weg. Eine ganze Flasche. Wir haben echt nicht mehr viel. Aber wir haben jetzt 4 Tage gewartet, bevor es wieder was zu trinken gab. Und wir wissen, Menschen brauchen Trinken. Immer noch eine sehr hohe Radioaktivität. Ich würde mal sagen, am Tag 5 schicken wir sie raus. For tomorrow. Okay, das heißt, ja, wir machen eine Expedition, wir schicken sie morgen raus. Wir können ja immer noch morgen entscheiden, ob wir wollen oder nicht. Okay, die haben angefangen, Spiele miteinander zu spielen. Ganz kurz und klar. Für die, die gut Englisch können, weil wirklich gut, können ja einfach Pause machen, das selber lesen. Dann muss ich nicht auf meine miserablen Übersetzungen, inhaltliche Übersetzungen. Oh, warte, ich habe gesehen, wie das geht. Och, jetzt ist sie weg. Die kann man mit dem Finger fangen. Okay, die haben Ich sehe gesehen und nach einer Zeit wurde das langweilig. Mary Jane geht's heute fein. Hoffen wir, dass es so bleibt. Keine neuen News. Es gibt nichts Neues über Timmy. Die Doris hat wieder Angst und Ted geht's gut. Jetzt könnten wir auch Ted rausschicken. Nee, es kriegt keiner was. Sie kriegt was zu essen. Warum? Wenn sie rauskriegt, soll sie jetzt noch gestärkt rausgehen, dass sie auf jeden Fall auch wiederkommt. Und da wir sie nur rausschicken können, good luck. Wir haben unsere einzige Tochter rausgeschickt. Oh Mann. Und hoffentlich hat sie vor das Buch gelesen. Oh, hier. Holzfäller. Ja, Mary Jane ist out. Lass uns hoffen, dass sie sicher zurückkommt. Timmy sieht okay aus.
So wie es eben halt in so einer Situation sein kann. Wir hatten einen kleinen Beziehungsstreit mit Dolores, ansonsten sind wir leicht hungrig. Dann kriegt er was zu essen. Dosen haben wir hier noch. Hier haben wir ein paar Auswahlmöglichkeiten von Sachen, die wir mitbekommen haben. Oh, Timmy hat Geburtstag. Was möchten wir machen? Was kriegt er dieses Jahr? Dieses Buch? Oder ich würde sagen, der kriegt das Damenspiel. Ist es okay? Dann kann er entscheiden, wann wir mit einspielen. Das ist jetzt seins. Oh Mann, das ist aber eine starke Strahlung draußen. Als wir über die Anlage hier geredet haben, über den Bunker. Sondern die hatten Teilen, irgendwie alles mal anzugucken, anzufassen. The Checkers? Set is missing. Keine Ahnung genau, was der Satz heißt, sorry. Ach so, hier in meinem Spiel scheint irgendwas zu finden. Timmy kann auf jeden Fall mit der anderen Hälfte spielen. Timmy möchte gerne wieder Wasser. Die Dolores kriegt was zu essen, die hatte schon lange nichts. Dolores möchte auch Wasser. Timmy möchte Wasser, Wasser und Ted möchte Wasser. Möchten wir den... wir können ihnen kein Wasser geben, die kriegt ja was zu essen und fertig. Oh, jetzt haben wir natürlich nichts, was wir anbieten können, weil wir haben auch kein Radio mitgenommen. Oh, wir sind so am Arsch, wir kriegen überhaupt nicht mit, wann Hilfe draußen ist. Oh, Mann. Na gut, wir können sowieso nichts machen. Wir machen einfach mal weiter. Ich glaube nicht, dass unsere Tochter nochmal wiederkommt. Okay, also die Raider, die ist alles hier reingekommen, ist alles hier reingeflossen, es hat draußen geregnet. Nur der Gurfing. Und hat viel kaputt gemacht. Wir müssen den Bunker nun mal trocknen. Timmy möchte gerne was essen. Der sieht nicht gut aus, möchte gerne was zu trinken. Und Dolores möchte nur noch Wasser. Und Ted möchte auch gerne was zu trinken. Ja, okay. Ach du Scheiße. Und wir haben wieder kein Radio. Das hätten wir unbedingt mitnehmen müssen. Aber ich habe das auch nicht so schnell gesehen. Ah, es ist so verdammt ärgerlich. Also wir können überlegen, hier in den Bunker zu bleiben und hier rumzusitzen oder überlegen, nach was wir Möglichkeit machen, draußen in der radioaktiven Einöde. Ja, toll, da wir kein Radio haben, können wir auch keine Hilfe und nichts machen. Können die Ohren nicht aufspitzen, ob Hilfe kommt. Ja, ist der 9. Tag. Aber wenn das Spiel auf Deutsch rauskommt, werde ich auf jeden Fall sehr viele Let's Plays rausholen. Es sei denn, es wird für uns zu langweilig. Das heißt, solange es auf Englisch ist, muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Ob ich das erstmal, ich glaube auch alle 3 Tage erstmal eine Folge. Ist, glaube ich, erstmal am Anfang okay. Und ich muss ja auch gucken, ob das Spiel überhaupt bei euch ankommt, ob ihr auch Spaß an diesem Spiel habt. Ja, vielleicht das Einzige, was wir brauchen, wäre ein Radio. Oh mein Gott.
Ja, super. Wir könnten natürlich, wenn wir es hören, draußen warten und warten, bis uns einer mitnimmt. Hm, geht natürlich nicht. Er ist sehr hungrig. Das Einzige, was er sagen würde über sie, das kann er leider hier nicht reinschreiben. Okay. Ja gut, Suppe haben wir. Kriegt er. Es klopft an der Tür. Und die haben mit ein bisschen miteinander geredet. Der hat ein sehr profitables Kartspiel. Naja. Wir könnten mit denen jetzt um eine Sache spielen, aber wir haben kein Kartspiel, also können wir nicht mit dem spielen. Oder er hat Barter, um es zu kriegen, eins von beiden auf jeden Fall. Ist es sowieso scheißegal. Tochter tot. Mit unserer einzigen Gasmaske. Aber ich habe noch gar nicht gelesen, dass die Kleine tot ist. Also, das Spielen ist ja furchtbar. Was möchte der Kleine? Timmy should eat something. Der Kleine möchte was essen und er möchte ein bisschen schlafen. Doros möchte ein bisschen schlafen. Und Teds Bauch grummelt. Grummelt, schlaf, schlaf. Nix weiter. Und wir haben kein Radio, deswegen... Oh! Sie ist wieder da! Und ich würde sagen, was sie uns mitgebracht hat... Werdet ihr in der nächsten Folge... Hehe, okay, wir haben schon gesehen, sie hat Munition mitgebracht. Geil, damit können wir uns auf jeden Fall verteidigen. Ja, aber was noch passiert ist, was im Tagebuch steht, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Hier bei nur noch 60 Sekunden. Also, nicht nur noch, also bei 60 Sekunden, 60 Seconds. Ich sag danke, dass ihr zugeguckt habt bei dieser anderen Art von Survival Game. Und mal gucken, wie lange wir zusammen noch überleben werden. Ich sag auf jeden Fall danke, dass ihr zugeguckt habt und bis zur nächsten Folge. Tschüss, Leute!